Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP. Oh, und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Ich sitze hier erstmal voll gechillt in der Badewanne mit meinem Taucherhelm, damit mein Kopf nicht nass wird. Das wollen wir ja nicht. Und ich habe gerade wieder einen Vogel in den Arsch gestochen, weil er meinte, es ist eine gute Idee, hier einfach unsere Blumen zu fressen. Das sind Scheißvögel, ey. Alles klar, nein, wie komme ich hier wieder raus? Dann sag ich das nur, scheiß Drecksvögel! Okay. Mann! So. Deswegen kommen jetzt seine Federn auch noch in die Presse hinein. So. Und das Fleisch habe ich schon in die Rohkostpresse getan. Alles klar, wir sind jetzt auf dem Weg nach Carolyn Town, hoffentlich. Ich hoffe es auch. Ich tu mal. Warte, was? Was? Wir haben wirklich keine Samen mehr. Oh mein Gott. Blumensamen, wir müssen. Ich muss mal irgendwas überlegen. Ich weiß, ich habe eine Idee hier. Ich weiß was. Ich hoffe mal, dass ich noch alles dafür habe. So, jetzt gucken wir erstmal wieder genau, wo wir hin müssen. Wir müssen da hin. Ja. So, ich schalte mal die Motoren ein. Schalte die Motoren ein. Alle davon. An. Der an. Und der an. Und der an. Jetzt sind sie alle an einer Stelle. Los geht's. Ja. So, Moment. Haben wir noch Planken? Ach, wir haben keine Planken. Die Mango-Bäume haben es nicht so gebracht. Sind die anderen, sind die neuen Bäume schon fertig? Ne. Wenn du fertig bist, sag mir bitte Bescheid. Ja. 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78. Boah, geht das schnell. So, solange uns jetzt hier nichts. Nein, jetzt ist die Batterie leer. So, habe ich eine neue. Haha. Ja, wie gut, dass ich eine gemacht habe. So. Aber ja, bitteschön. So, hoffentlich kommt jetzt nichts noch auf den Weg, weil sonst müssen wir wieder den Kurs ändern und dann. Dann ist Feierabend. Na, wir müssen jetzt einfach geradeaus. Da kommt wieder Loot. Loot! Kiste. Ich brauche mindestens 5 Planken, brauche ich. Ja, hier sind Planken dabei. Ja. Boah, cool, boah, cool, 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 cool. Ich sammle halt Kunststoff. Und die Planken, die du übersiehst. Nein. Ja. Ich brauche nur 5 Planken, mehr brauche ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich den. Boah, 2 Fässer auf einmal, let's go. Komm uns ja entgegen, ich weiß nicht, warum ich den Haken auswerfe. Kunststoff. Planke, bleib hier. So. Kommt ihr, da ist wieder eine kleine Insel, aber ich würde die am liebsten gerne mal ignorieren. Ja. Die sieht auch sehr winzig aus. Ja, stimmt, da links sehe ich sie. Ja, die können wir getrost ignorieren. Planke. Ich habe sogar einmal Schrott. Nice. Ja. Irgendwie habe ich so das Gefühl, der Loot zeigt einen auch immer so ein bisschen an, wo man hin muss. Und immer da, wo irgendwie Inseln sind, scheint irgendwie der Loot auch zu sein. Ja. So, komm wieder ein Stück. So. Jetzt werde ich mal etwas machen. Daran können die Vögel sich erstmal so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Ah, okay. So, immer noch auf Kurs, ausgezeichnet. 795 Meter. Ausgezeichnet. So. So, ich habe hier mal 2 Vogelscheuchen hingestellt. Damit, haben die erstmal ein bisschen was zu knabbern, ey. Nein, komm mir auf was. Geht einfach durch unseren Fluss durch, das Fass, da gibt's nicht. Du auch. Ganz toll, du. Zeit braucht Wasser.
Vögel in V-Formation. Kackvögel. Na. No. Wieder eine Kiste, ausgezeichnet. Aber weißt du noch, wie wir aus Kisten immer hier... Die Batterie so. Ist fast leer. Weißt der? Noch, wie... Na gut, die hat noch was. Weißt du noch, wie wir in den Kisten früher mal Baupläne und so gefunden haben? Mhm. Oh, da war noch Zeit. Boah, du meinst diese Dekorationspakete? Ja, ja, genau. Ja, boah, da, das waren wilde Zeiten, ne? Ja. Finden wir heutzutage ja gar nicht mehr. Ne. Ich glaube, da, dass wir bereits alles gefunden haben. Ja. So, wie weit ist das noch? Sind wir denn noch Meter. Auf Kurs? Ich habe nichts geändert, also hoffentlich, ja. 627 Meter. Wir müssen eigentlich gleich irgendwo was sehen. Ich will es hoffen. Aber ich sehe ein Fass direkt vor mir. Nee, warte, nee, ich glaube, nee, das ist kein Fass, das ist eine Kiste. Oder. Noch viel besser. Das ist nicht unser Fernglas. Hier ist das. Der hat überhaupt irgendwas? Ich glaube nämlich nicht. Nee, nicht wirklich. Ist schon Land in Sicht. Nein, sehe ich zwei Fässer. Dann sammel sie ein. Wir sind aber so weit weg noch. So. 565 Meter. Also, boah, wir sind immer noch nicht fertig. Die sehen aber fertig aus. Mit den Nerven. So. Ich habe gerade die beiden Fässer eingesammelt. Sehr gut. Kann ich auch hier erstmal hier Grills wieder befeuern. Was ich auch noch machen werde. Weil ich glaube, dass bei einem Sprinkler gleich die Batterie leer ist. Hm. Ist sie, ja, die ist leer. Ja, das heißt, die kommt erstmal weg in den Mülleimer. Und weg, und dann nehme ich mir eben die andere, die ich noch drin habe. Ich vergesse immer. Ich habe schon genug. Boah, hier ist so viel Loot drin. Oh, cool. Oh, in den Netzen? Sehr gut. Ja, habe ich gerade alles eingesammelt. So. Okay, können wir mal schlafen gehen? Ja, Moment, lass mich eben mein Inventar leer machen. Mann, okay, Schrott, rein damit. Jetzt haben wir hier Seile, habe ich auch. Auf Federn habe ich keine. Palmblätter, ja. Stein. Kunststoff. Ja. Ja, kleinen Moment, bin gleich fertig. Und Metallspiel wieder. Na boah, da kommt so viel Loot. Da, jetzt ist wieder. What? Es geht ja wieder so ein bisschen abseits, aber wir sind jetzt wieder auf Kurs. Alles klar. 530 Meter. Wir müssen noch langsam hier irgendwann mal sehen. Siehst du denn? Du siehst aber noch nichts, ne? Nö. Ja, erst recht nicht, wenn es dunkel ist. Ja, noch, deswegen. Ja, warte. Wir sind noch 525 Meter entfernt. Ist gezeichnet. So, dann gehen wir mal eben schlafen. Ich muss noch was trinken, vom Schlafen gehen. Wenn wir aufwachen, sind wir direkt da. So muss das jetzt. Ja. Am besten. Das wär's. So. Und ich lande direkt wieder einen Stock weit höher, einsatzbereit. Hm.
So, ich sammle hier fleißig hier aus den Netzen hier das ganze Zeug ein. 515. Jetzt dauert das schon mehr lang, aber es war ein Jahr kommen. Verstehe nicht. Stehe ich doch auch nicht. So, wie sieht es mit unseren Motoren aus? Haben die noch genügend Kraftstoff? Die haben noch mehr als genug. Ja. Wenn sie nicht mehr genug haben, dann sag mir Bescheid. Okay, der Dings. Der Tank ist jetzt gerade erst leer geworden. Der Tank ist jetzt ist gerade leer geworden. Ja, und die anderen, die Motoren, die sind alle noch fast voll. Na, warte mal, da können wir Abhilfe verschaffen. Ja, so, ich habe schon wieder 8 Honigwaben. So, der Tank ist wieder voll. Ich hab sogar noch einmal Kraftstoff. Und ich denke mal, wenn wir demnächst noch kleine Inseln besuchen, dann müssen wir auf jeden Fall müssen wir auch die ganzen Blumen mitnehmen. Ja. So, oh, jetzt geht's wieder schnell. 62, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64. Musik startet auch. Ich sehe mit meinem Fernrohr gar nichts. Vielleicht bist du auch einfach nur auf beiden Augen. Ich wollte jetzt eigentlich nur, bis irgendwas in Sicht kommt, langsam. Ja, es wird mal Zeit. Ich bin echt gespannt auf Caravan Town. Ja. Wir müssen neue Abenteuer erleben. Neue Abenteuer. So, und ich komme da wieder rein. Ach so. Na. Hey, da sind noch genügend Planken drin. Ausgezeichnet. Da ist auch noch alles voll. Hervorragend. Teil hat noch Wasser. Oh, da sehe ich was. Hä? Was? Auf der rechten Seite. Jo, ich sehe was. Das könnte es sein. Direkt dahin lenken. Ja. Daniro, steuere uns auf die Insel zu. Land ahoi. Ja. Mein Gott, ist das riesig. Land. So. Das dürfte es sein. Das dürfte Caravan Town sein. Ja. Das ist jetzt wieder die gleiche Insel wie vorhin. Also wie vorhin nein, bitte so. Nicht. Nein. Ich gehe nicht wieder zurück nach Balboa Island. Nein. Sieht aber anders aus. Ja, gut. Nur jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen, ne? Wo wir da anlegen müssen. Mhm. Da hinten sehe ich so eine kleine Bucht. So, hi, du. Du, hi, geh weg. Nein. Ich muss noch meinen Speer kaputt machen. Hat er jetzt wirklich deinen Speer kaputt gemacht? Nein, ich muss mal meinen Speer kaputt machen. So. Achso, du musst deinen Speer kaputt machen. Okay. Da oben rechts sehe ich, glaube ich, Schweine. Schweine? Ja, also wieder die, was wir vorhin gesehen haben. Yo, dann sind das unsere nächsten Gegner. Ich denke, wenn das hier Caravan Town ist und... Ja, ich glaube, du steuerst genau auf die Bucht zu. Ja. Ich denke mal, dass wir hier dann auch, wie heißt es, eine Seilkonstruktion und kriegen. Ich glaube, da sehe ich auch einen Geier rumfliegen. Ein Geier? Hm. Du meinst einen Screecher? Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir. Wie nah wir da ran können. Okay. Oh Gott. Hm. Mach mal Anker bereit. Anker! Anker! Oh. Anker. Okay. Das sieht mir wirklich aus wie Caravan Town. Das ist so eine richtige Siedlung. Vielleicht aber warte mal, bevor wir das erstmal reingehen, ich muss erstmal was essen und ich muss was trinken. Ja, da oben ist ein Screecher und ich habe keinen Bogen. Ich habe nicht viele Pfeile. Boah, ich habe doch. Ich glaube. Doch, ich habe einen Bogen, aber ich habe keine Pfeile. Ja, ich muss mir wieder Pfeile machen. Ich habe nämlich nur noch 7 Pfeile. Das wird niemals reichen. Ja, vorbereiten erstmal, Leute. Erstmal vorbereiten. Bevor wir in neue Abenteuer gehen.
Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Planken und Stein und Kunststoff. Die ganzen Bären bei dem letzten, weil der letzte, sie waren ja eigentlich auch nicht so schwer, nur halt der eine Superbär. Ja. Weil wahrscheinlich nicht dafür gedacht ist, dass man den bekämpft, ne? Ich sag mal, die Motoren ausschalten. Ja, mach mal bitte die Motoren aus. Weil wir bewegen sich auch gar nicht. Weil wir halt Anker hier. So, ich habe jetzt 25 Pfeile, das dürfte eigentlich reichen. Weil wenn es wirklich nur ein Screeten, nur dieser eine Screecher ist, dann schaffen wir das nun mit links. Ja. Ich habe nur einen gesehen bisher. Ich meine, wenn ich mal so sagen darf, es ist eine Weile her, seitdem wir den letzten Screecher gesehen haben. Ja. Ja, deswegen, man sagt ja dazu old, but gold. Ein Oldie, aber ein Goldie. Mhm. Wollen wir die leeren Batterien reingepackt? Die sind voll. Die sind voll. Die sind alle leer. Nein, ich meine, die Dings mit den Batterien ist voll, mit den leeren Batterien. Das habe ich das nicht schon beim letzten Mal gesagt? Ich hab ja immer noch die Hoffnung, dass man die irgendwie wieder aufladen kann oder so. So. Was brauchen wir denn? Oder was brauchen wir nicht? Erstmal. Also ich habe einen fast kaputten Metallsperr dabei. Ich glaube, ich sollte mir einen neuen machen. Ich soll mir mal überhaupt einen Metallsperr machen. Ja, ich mach mir mal eben einen. Metallsperr. So viele Palmblätter. Planken und Seile brauche ich noch. Ich tue mal 60 Palmblätter rein. In die Presse. Ja, alles in die Presse. Und dann in die Fresse. Ja, genau. Mitten im Peng voll in die Fresse. So, jetzt habe ich noch einen zweiten Metallspeer. Ja, und... Ja, gut, ich hab noch ein bisschen was zu essen dabei. Gibt's irgendwas, was ich nicht verlieren will? Bin im Fall der Fälle. Also ich habe... Na gut, okay. Also ich habe... Ja, aber alles, was ich brauche, habe ich jetzt halt mit. Ja. Ich bräuchte noch einige. Okay. Ich muss noch was essen vorher. Mhm. Ja, stimmt, hast recht. Wir könnten uns noch ein paar Suppen mitnehmen. So, ich habe immer so. Alter, habe ich Salzwasser getrunken? Echt nicht, nee. Hast du jetzt wirklich Salzwasser getrunken? Ja. Wozu hektisch? Ah, warte, Moment. Ja, Moment, warte. Trinkglas. So. Kann ich mitnehmen. Oh, ich habe jetzt hier Wasser. Nee, hier sind noch ein paar gegarte Rüben, kannst du auch mitnehmen. Ja, ich nehme Kokosnüsse mit, davon haben wir noch 1 Million. So, nehme ich hier noch diesen Kokosnuss-Punch mit. So, und dann brauche ich noch Pfeile und Metallspeer am besten. Metallspeer kannst du dir machen, wir haben alles dafür da. Metallbahn und Bolzen, perfekt. Ja, also essensmäßig bin ich gut vorbereitet. Ich habe auch noch den Kokosnuss-Punch dabei, ich habe einen zusätzlichen Metallspeer und ich habe 25 Pfeile. Bogen, nehmen wir Federn, okay. Schon lange nicht mehr eingesammelt hier Federn. Tue ich mir mal so ein paar, werde ich aber auch, ne? 1, 2, 3. 18 Pfeile wird ja wohl reichen. Ja, ich denke mal, für den Screecher wird das reichen. Falls halt einer ist, ne? Genau, da war irgendwas anderes. Ist. Ich habe da nur von beiden. Ja, genau, und dann kommst du, dann ist es gleich ein Geier. Ja. Aber ich glaube. So, ja, nimm die Rühe. Ich bin bereit, mein Freund. Na gut, dann nehme ich die Rüben noch. Soll ich das? Ja, nimm die Rüben ruhig mit. Ja, mal los, guck mal, was da ist, ne? Ja. Warte mal, meine Rüstung soll ich vielleicht mitnehmen. Lese auf jeden Fall was. Ui. Okay, hier scheint eine Küche unter Wasser zu sein. Hier ist auf jeden Fall ein Backofen. Eine Sekunde, ich hole noch kurz meine Rüstung. Ja, warte. Mal wieder. Man weiß ja nicht, was hier passiert. Was da erst kommt. Ich nehme auch noch ein bisschen was zu trinken mit. In Form von Kokosnüssen. Außerdem sind die sowieso schon fast kaputt. Dann kann ich die auch direkt mitnehmen. Ja. Okay, bist du bereit? Ja. Wow. Guck mal, was da drin ist. Guck mal, was da drin ist. Nicht...
Da ist nichts drin. Hier ist eine hier ist eine Andockstelle. Naja. Wir sind da, wenn auch. Ja. Wir sind hier, um Stress zu machen. Oh, was denn hier? Oh, und da liegt schon die erste Notiz. Der erste Hinweis. Ich habe das Gefühl, wir müssen nach Droa ja folgen. Weil das ist mir ein bisschen zu verdächtig gerade. Hm. Ich sage, Droa, das hier ins Wasser geht. Ja. Ich habe so das Gefühl, wir müssen nach... Wow, ah! Da war der Screecher. Stimmt, da war was. Lass uns mal um den kümmern am besten. Ja. Bogen, ich habe gar nicht meinen Bogen ausgerüstet hier. Da. Funktioniert das Ding nochmal? Wir müssen irgendwie nach oben kommen, damit wir den besser sehen können. Ja. Ist ja, wir der sieht ein bisschen anders aus, glaube ich, oder? Wirklich? Oder? Nee. Tatsache. Oder? Doch. Der ist weiß. Der ist weiß, genau, weil die normalen Screecher, die wir gesehen. Warte. Au! Ich glaube, das ist kein Screecher. Ich glaube, das ist wirklich ein Geier. Okay. Stell ich irgendwo runter. Ist doch. Warte, ich habe den schon einmal getroffen gerade. Ja, habe ich gesehen. Wo ist er? Kollege. So. Okay. Ist hier was drin? Ja, wir können auch reingehen. Gegenstand aufnehmen. Planke, Biokraftstoff, Bolzen und Kupfer. Hey, ich habe was gefunden. What? Cool. Einfach so Kraftstoff. Hier ist noch was. Was haben wir hier? Gegarte Rübe. Haben wir hier. Gegenstand aufnehmen. Bolzen, Planke, Kupfer und Schrott. Mhm. Hier ist eine Küche. Oh, die Schubladen kann man aufmachen. Ja, habe ich gerade getan. Kann man jeder einzelne? Jawohl. Oh Gott. Ist ja noch was. Was? Metallerz und Schrott. Nice. Oh, da oben kann man auch. Was ist das hier? Rote Melone. Ich habe einen Smoothie gefunden. Du hast einen Smoothie gefunden? Ach, da bist du. Ja. Ich bleib hier drin, wegen dem Screecher. Oder was auch immer das ist. Hab ihn getroffen. Ah, ja, habe ich gesehen. Ja, stimmt. Wir sollen uns jetzt erstmal um diesen weißen Screecher da kümmern. So, komm her, ich höre dich. Ich höre, wie du den Felsen da hochheben willst. Ist da noch einer? Da oben sind auch Bienen, habe ich gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den erreiche. Pass auf. Ich sehe den gar nicht. Ah, da ist er. Ja, wir müssen irgendwie versuchen, noch höher zu kommen, damit wir den besser sehen können. Heilige Kunststoffe bei. Wow. Ich glaube, wir sollten sowieso gleich erstmal zum Floß wieder, weil das hier wieder dunkel wird. Mhm. Ein paar Sachen in Sicherheit bringen. Da liegt schon wieder schön Kunststoff und so. Bist du schon weiter hochgegangen? Ja, so ein bisschen. Gehen wir erstmal zurück zum Floß. Ja. Ja. Es wird für uns wohl das Beste sein. Wir gehen zurück und schlafen uns aus. Ja. Okay. Wo ist man war von voll Käfigen waren große Ratten. Irgendwo eine Tweets habe ich gerade gefunden. Hm. Aber oh, wo sind wir denn hier? Oh. Wir sind mal woanders. Also da ist unser Fluss. Also, lass erstmal zum Fluss. Können wir alles mal erkunden. Wo ist unser Fluss? Ja. Ich sehe nicht. Bäh. Sag du mich. Nein, das ist doch. Das ist unser Floß. Ist das unser Floß? Weiß ich. Da. Mein Gott. Oh Gott, scheiße. Nein, jetzt hab ich wieder verlaufen. Ich hab mich verlaufen! Nein. Ist ja noch ein bisschen dunkel hier. Hier, rechts, rechts, hier, rechts. Ja. Rechts, rechts, rechts. Rechts abbiegen. Wir können auch einfach. Oh Gott. Finger weg. Hm? Der war direkt über uns. Ja, der Screecher. Ah. Was auch immer das ist. Dieser weiße Geier schon wieder. Okay. Ja, wie kann er es wagen? Das ist so schwach geht.
Trifft er uns von hier aus? Nee, ne? Nee. Karen Town. Mein Name ist Sanya. Oh. Ich glaube, ich stecke in Schwierigkeiten. Doch, der kommt hier. Er trifft uns wirklich! Na, warte. Das ist ein größter Fehler. Weil hier ist unser Revier. Genau. Ich gehe zur Stairway. Dann habe ich immer den High Ground. Auf zur Stairway. We have the high ground. Den holen wir vom Himmel. Den bringen wir um. Da können wir uns das ganze Ding auch mal anschauen. Wo bist du? Na, warte, komm her. Wo wir sind bereit. Wo immer da, da kommt er. Nein, daneben. Oh Gott. Nein. Ah, warte du. Ja, naja, ich versuche das lieber nicht. Ich habe nur Angst, irgendwie, dass ich aus Versehen runterfall. Nein. Getroffen. Ja, ich auch. Aber. Okay, aber der macht nicht so viel Schaden. Man, tatsächlich seine Steinchen. Wirklich? Nein, daneben. Warte. Lass ihn näher kommen. Nein, ich verfehle. Ah, den. Daneben! Siehst du da? Siehst du da recht? Da sind noch ein paar Schweine gewesen. Ja. Aber wie gesagt, die Schweine waren jetzt nicht gerade ein Problem. Ich glaube, weil ich glaube nicht, dass normale Schweine mehr Schaden machen als Wildschweine. Nee. Ich krieg den nicht getroffen. Und ich habe den auch nicht getroffen, aber er uns auch nicht. Du hast keine Chance gegen uns. We have the high ground. Ja. Wir sind immer ein über der. Da kommt er von unten. Perfekt. Ich bin viel zu hoch. Ich krieg den nicht. Wow. Ich hab den auch nicht getroffen, weil er hier so am Schwanken ist. Ein kleiner Fehler. Ja. Kleiner Fehler in der Matrix. Hallo, stirb. Wir wollen ja weiter erkunden. Genau. Vor allen Dingen, wir wollen deinen Loot, beziehungsweise wir wollen deinen Kopf. Das gibt's nicht, ich treffe den nicht. Jawohl, da ist er. Oh mein Gott. Da kippt er um. Oh Gott, hier ist er. Ja, wen? Aber ich hab ganz viel Schaden bekommen. So. Komm. Also einen Kopf, bekommen. Eines weißen Screechers. Ein weißer Screecher. Ich habe aber gerade ganz viel Schaden bekommen, weil ich tatsächlich Fallschaden bekommen habe. Ja. So, dann Wasser. Da, Kopf eines. Eine Unterspezies der Kreischer. So, soll ich mal aufsetzen? Ja, natürlich. Was noch anderes bekommen? Wie sehe ich aus? Ja, sieht relativ gleich aus, ehrlich gesagt. Ja, wie ein Screecher. Nee, sonst gab es halt nur Chicken und Federn. Das ist halt nur eine Unterart von denen. Okay, Moment mal. Der an der Wand hängt, sieht auch sowieso ein bisschen anders aus wie der Hut. Da. So, da wir uns um den gekümmert haben, können wir jetzt hier weiter erkunden. Ja. In Ruhe. Ich setze mir wieder meinen Bärenkopf auf, aber erstmal muss ich die ganzen Sachen mal eben in Sicherheit bringen. Ich wollte gerade diese Notizen mal lesen, die wir gefunden haben. Aber dann kam der auf einmal auf und auf los. Ja, lass uns erstmal hier ganze Zeug in Sicherheit bringen. So, Olaf. So, Schrott. Ich tue mal den weißen Screecher-Kopf mal mit in die Kiste rein. Ja. So, warum habe ich keine Planken mehr? Keine Ahnung, warum du keine Planken mehr hast. Bolzen. Nee, warte einen Moment. Kopf können wir gebrauchen. Aber warte, im Moment kann ich es nicht gebrauchen. Erstmal kommen die da rein. Nein. Oh, ich hab auch Metallpfeile gefunden. Ja, sind wahrscheinlich meine. Oh. Weil ich ein paar in die reingeschossen hat. Okay. So, willst du sie zurückhaben? Ich habe noch genug. Ich hab noch 10 Pfeile, wird schon reichen. Ich habe sie dir in die Palmblätterbox getan, kannst du sie wieder mitnehmen. Dann verschwenden sie nämlich nicht noch Platz in meinem Inventar. Solange wir nicht hier
gegen noch mehr Kreischer kämpfen, dann ist das ja nicht schlimm. Ich weiß nicht, ich glaube, mehr gibt es ja auch nicht. Ja, ich sehe nichts anderes. Okay, dann lass uns mal umschauen. Ja, mal weiter, wo wir aufgehört haben. Boom. Ja, kann ich mal zeigen, wo ich gerade noch war. War nur ein Stockwerk höher. Also auch alle Kisten da aufgemacht, die Schubladen und so was alles. Ja, habe ich gemacht. Auch die an der Decke und so. Oben, die kannst du auch aufmachen. An der Decke? Also nicht, aber ja, diese, wie nennt man diese Küchen. Oh, hier unten sind auch noch welche. Aber die kannst du, doch, die kannst du auch öffnen. Ui. Sogar hier unten kannst du auch noch welche öffnen, guck mal. Mal Platz. Ja, denn da oben, den kannst du öffnen. Ach so, diese Deckenschränke. Ja, die habe ich aufgemacht. Du kannst aber nicht jeden öffnen. Mhm. So, okay, hier ist nichts mehr drin. Wie sind wir hier hochgekommen? Hier, ne? Da hier, jo, hier drauf. Ja. Dann war ich hier drin, dann bin ich hier die Leiter hochgegangen. Na, ah, Hilfe! Warte. Ich habe irgendwie mehr Zivilisation irgendwie erwartet. So eine Stadt halt, ne? So, ich weiß nicht, war ich hier drin schon? Warst du da drin schon? Weiß ich nicht. Geh mal weiter. Ja, da bist du oben da. Ne, jetzt ist noch Zeugs. Scharnier und Stein. Hier ist was. Ja. Schrott und auch Kunststoff nehmen wir mit. Hier gibt es auch diese Seilrutschen-Dinger. Ja, stimmt, finden wir hier. Hier müssen Bienen. Wir ja was finden. Hier oben sind wieder Bienen. Ja, habe ich schon. Die habe ich schon gesehen, tatsächlich. Okay, was ist das hier? Kiste? Ne. Da oben ist eine Kiste, wo du gerade bist. Auf dem Dach. Ja, werde ich mir gleich ansehen. So, Engineering for sale. Gratis Loot, jetzt gar nichts. Nein. So. Ich komme mir vor, als würde ich gerade Fallout spielen. Aber so kaputte Ruinen einfach so untersuchen. Ich habe Überreste gefunden. Gegenstand: 4 Planken. Boah. Für mich echt, als würde ich gerade hier Biokraftstoff, geil. Das ist super. Es wird sehr Fallout wieder spielen. Ja, du hier jede Schublade öffnen und gucken, ob irgendwo was drin ist. Ach, scheiße, jetzt komme ich komme da jetzt auch gerade nicht hin, nicht dran. So, Metall. Ich muss irgendwie versuchen, an diese Kiste ranzukommen, aber irgendwie komme ich da nicht hoch. Ja, da kommen sie wahrscheinlich mit dem ich habe es geschafft. Da war einmal Schrott drin, ein Scharnier, einmal Glas und eine Planke. Also ja, war, nicht will. War wahrscheinlich gedacht, dass du ja mit einer Dings dahin gehst, mit so einem Seil. Ja, weil oder? Hier ist noch. Ja, hier ist nämlich nur eine Seilrutsche. Oh Gott. Wenn wir hier was verpassen, ne? Das könnte, glaube ich, sehr einfach, sehr schnell passieren. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen oben, hier unten. Ja, hier sind noch ein paar Schränke. Hier sind so Sägen, aber die kann man nicht mitnehmen. Ich habe gedacht, vielleicht müssen wir wieder eher so Sägen oder so mitnehmen. Ja, ich habe ein paar Steine gefunden und ein Seil. Reis. Onion. Können wir die nicht mitnehmen? Oh, die Onions? Onions. Onions. Hier ist nur eine Tür. Hier ist was. Was haben wir denn hier? Biokraftstoff auf Planke und ein Seil. Ein Unschrott. Haben wir hier noch was? Eine gegarte Rübe. Nicht schlecht. Da noch was? Nee. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Hast du noch was gefunden? Nee, nicht wirklich. Aber ich gehe auch noch hier überall gucken. Mach jeden Schrank auf. Ja, ich glaube, dass ich das bereits erledigt habe. Was ist das hier? Nee. Kann man nichts machen. Wenn ich nur. Ich. Nee, da kommt man nicht.
Wenn wir noch wieder hier hochkommen, ne? Ah, hier, hier, hier hin. Ah, okay. Und dann ist wieder diese Anlegestelle. Wo wir gerade drüber gestolpert sind, da sollten wir vielleicht auch mal gleich gucken. Ja, gleich. Lass uns aber erstmal hochgehen. Wow. Wo bist du? Da bist du. Ich bin hier. Achso, von da. Wie bist du da gekommen? Achso, von hier. So, hier geht noch eine Leiter nach oben, ne? Ja, aber warte, gut. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hier sind noch die Bienen. Ja. Nein. Da wollte ich auch gerade hin, ne? Ah, hier geht's auch weiter. So. Kann man auch hochgehen. Nimm da einfach den Umweg. Ja, ich hab einfach einen anderen Weg genommen. Was haben wir denn hier? Eine gegarte Rübe? Haben wir hier noch was drin? Nee. Hier ist ein Lama. Ein Lama? Du weißt, dass ich keinen Netzwerfer habe. Na. Ist das hier so ein Tank? Benötigt ein explosives Vollpulver. Moment mal, das habe ich! Ja. Das haben wir doch! Ich habe gerade eine Notiz gefunden, ich weiß noch nicht, welche das war. Ja. Monsteruntersuchung, was? Nee. Oh, nee. In den Käfigen waren große Ratten und eine sehr große Hyäne. Oh Gott. Meinst du so ähnlich wie das auf dem Schiff? Naja, weil laut den Notizen steht da irgendwas. Stimmt, das habe ich auch gerade gesehen. Aber wir sollten mal zurück zum Floß gehen hin und damit wir uns das explosive Pulver holen können, weil das haben wir. Ja, ist doch nicht irgendwie so ein Questgegenstand oder so. Explosives Pulver, das kriegen wir ja von Pufferfischen. Okay, warte, ich gucke hier noch kurz. Ja, ich schaue ja auch mal eben kurz rein. Dann ist auch noch so ein kleiner Felsen. Na gut. Was hat ihr? Oh, jetzt was zum Buddeln. Schaufel. Du hast nicht so welche dabei. Was? Du hast nicht so welche eine Schaufel dabei. Nein, ich habe keine Schaufel. Ja. Ja gut, wir sollten sowieso zurück zum Floß, weil es wird dunkel. Ja, obwohl eine Schaufel kostet auch nur einen Bolzen und einen Metallbahn und ein paar Planken. Ja. Na gut, gehen wir einfach zum Floß. Ja, dann hole ich auch direkt das explosive Pulver, weil, wo ist unser Floß? Da hinten, ne? Ich weiß es nicht. Ja, folgt einfach den Ding. Okay, oh Gott. Also, oh Gott. Gott, komm mal okay. Oh Gott, jetzt sehe ich nicht. Ich sehe nicht, ob hier unten Wasser ist oder nicht. Ich glaube, da ist kein Wasser. Aber ich glaube. Au. Ja, es war kein Wasser. Okay, aber du hast überlebt, ne? Von daher. Ja, ich hab ein Viertel Schaden bekommen. Aua. Alles klar bei dir? Ja, ja. Ja, ist ja gut. Ja, gut. Warte mal, okay. Explosives Pulver, das haben wir. Das nehme ich auch einmal mit. So, ich tue mal den Kraftstoff hier wegpacken. Wo tust du den normalerweise hin? Hier rein, ne? Ja. Ja, stimmt. Ich tue den Kraftstoff. Ich habe ja auch noch Kraftstoff gefunden. Rein damit. Sehr wertvoll. Mit. Okay. Warte. Hier. Wo bist du? Bei der Essenskiste. Ja. Ja, hier. Willst du eine Überreste? Nee. Überreste? Hab ich mal eben weggesoffen. Ja, warte, Moment. Ich tue erstmal hier das ganze Zeug immer rein. Ich mache uns mal eine Schaufel. Ja, das ist eine gute Idee. Mach dir mal eine Schaufel. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sei in diesen einen Ding genau was Seltenes oder so, ne? Obwohl ich nur glaube, dass das Schmutz wahrscheinlich sein wird. Ja, ich vermute ja auch, dass es Schmutz sein wird. Aber man weiß es nicht, vielleicht ist ja da ein Questobjekt oder irgendwie so drin, ne? Das kann natürlich sein. Ich könnte mir auch eine Schaufel machen. Was braucht man dafür nochmal? Planke, einen Bolzen, einen Metallbarren. 6 Planken, einen Bolzen, einen Metallbarren.
Okay. 6 Platten. Ja, ja, nimm meine. Ja. Reicht doch, wenn einer. Ich kann nicht, meine. Gut, okay, wenn du das sagst, dann lasse ich es auch erstmal. Ja, dann, ja. Dann behalte du die Schaufel. Mhm. Und ich werd dann gleich dafür sorgen, dass ich das explosive Pulver da rein tue. Schrei einfach, wenn du was findest, dann gehe ich da schon in. Und pulle das raus. So, ich bin eigentlich schon wieder fertig. Lass nur schlafen gehen am besten. Naja, Moment. Da eben. Bisschen was mampfen. Vorm Schlafen gehen. Ja. Wussten sie nicht, dass man mit vollem Magen besser schlafen kann? Okay. Ich habe auch fast keine Kokosnüsse mehr. Ja, warte, habe ich noch. Ich habe kein Haifleisch mehr. Warum habe ich denn kein Haifleisch mehr? Weiß ich auch nicht. Ja, mal zu trinken mit. So. Ja, gut, ich nehme auch mal hier Ananas mit. Mit, okay, bereit? Bereit. Weiter geht's. Weiter. Mit der Erkundung. Gehen wir wieder zurück nach oben. Ja. Oben. Ich will wissen, was passiert, wenn wir diesem Tank das explosive Pulver geben. Ja. Er wird wahrscheinlich explodieren. Na, explodieren. Explosion. Ich meine Konversation. Ich habe das Gefühl, da unten hat Rohr, da müssen wir auch irgendwas machen. Ich bin da ganz. Ja, aber ich. Ja, aber irgendwie bin ich noch nicht bereit, das zu machen. Ja. Ja, das ist erstmal hier alles, ne? Ja. Achso, da weiß mal. Da die Leiter müssen wir hoch. Ja. Welche Leiter? Ja. Ach, die Leiter. Oh mein Gott. oh mein Gott. Okay. Es war irgendwo hier, war, ne? Was? Hier oben. Was? Hier oben, oder? Ja, ja, da. Hinter dem Ding. Da hinten. Ah, ja, da. Ich sehe ihn. Ja. Dann mach du mal explosive Dinge und ich stehe mal hier hinten in Deckung, wenn du nichts dagegen hast. Wow! What the? Wow! Okay. Ich glaube. Was ist das da? Oh Gott, ich fall runter. Oh, da landet. Was ist das denn? Okay, da ist ein Fallschirm. Okay. Ich bin zufällig gerade hier runtergefallen. Ich gehe schon mal da hin. Kommst du auch? Ich komme mit. Mit der denkst du, ich lass dich da alleine rumlaufen? Ich dachte erst, dass wäre unser Floß, wo er hingeflogen wäre, dann hätte unser Floß in die Luft gejagt. Das wäre das wär ein Skandal gewesen. Ja. Nicht gleich. So. Oh, dann mal hier, da sehe ich schon mal drinne. So, was ist? Was ist das? Rott. Rott. Na, den Schrank können wir nicht aufmachen. Schade. Weil in diesen Schränken sind gerne viele Sachen drin. Ja. Dich. Ich geh mal da rein. Okay, ich bin drin. Dreimal Stein, eine Planke. Da war's. Ich mach was auf den Herden drauf zum Essen. So, was haben wir da gerade hingeschossen? Ein Teil einer Seilrutsche aufnehmen. Major Ton und Bauplan für ein Feuerwerk. Wir können jetzt Feuerwerk erforschen. Da brauchen wir bestimmt irgendwie um so Seilbahn hier. Oh, hier, Major Tom. Nicht der beste Astronaut, aber auch nicht der schlechteste. Was, das ist ein Gegenstand? Ja. Oder ist er unter Quest? Au! Nee. Au! Aber da schon? Nee, ne? So viel Parkouring. Ich bin da runtergefallen. Ich hab's geschafft. Yes. Alles klar. So, jetzt kommen wir. Zwei Planken, einmal Schrott. Und das war's. Mehr war da nicht drin. Ich würde mal sagen, bringen wir mal das Zeug zum Floß zurück. Naja, da können wir Dinge erforschen. Mhm.
Genau das war mein Gedanke dahinter. Und ich sehe da rechts und links unser Floß. Da ist es. Ich sehe die Stairway. Ah, kommst du mal hier? What? Hier oben. Ja. Hier kannst du was buddeln. Oh. Wenn ich da hochkomme. Komm, du schaffst es. Bist du hier hochgekommen? Da. Nein. Ich komme hier nicht hoch. Geh doch einfach hier auf, ne, auf den Stein. Na, ich versuch, jetzt mit Anlauf. Ja, geht nicht. Warte mal, gib mir mal die Schaufel. Ja, bist du denn hier hochgekommen? Bin da ganz normal hochgegangen. Ja, ich kann ja nicht hoch. So. Muss doch irgendwie gehen. Sag mal, was, wie hast du das gemacht? Gib mir mal die Schaufel. Okay, ich hab's. Siehst du, guck mal da. Siehst du? Geht doch alles. Weiß gar nicht, was du hier für ein Theater machst. So, Sputz und Schrott war halt nur. Ja, gut. Okay. Dann tu mal Feuerwerk erkunden. Ich erforsche Feuerwerk. Mal sehen, was es überhaupt ist und was es überhaupt bringt. Ja, ne? So. Ach, erforscht, ist schon erforscht. Warte mal, ist erforscht, aber warte, Moment. Lernen. Lege es auf dein Floß an. Lege es auf dein Floß, um es anzumalen. Also man braucht dafür explosives Pulver, Planke und Kunststoff. Anzumalen, was? Ich verstehe es auch nicht. Na gut. Aber warte mal, ich will mal wissen, was dieser Major Tom ist. Kannst du ihn irgendwo platzieren? Jo, warte, komm, den bringen wir mal in unsere Bude rein. Komm mit. Warte mal. Vielleicht? Kannst du ihn irgendwo hin? Daniro, stell mal dein Globus etwas beiseite. Und zwar etwas mehr nach links. Warte, pass auf. Ja, gut. Ich hoffe, das ist okay. Space das ist Major Tom. Sehr cool. Salut. Salut. Gut. Hast du salutiert? Ja, natürlich. Ausgezeichnet. Lass mich noch eben etwas zu trinken mitnehmen. Was? Da ist ja nichts drin. Also irgendwie. Ja, also. Die Gegend hat was. Gefällt mir. Ja, ist auch nicht so gefährlich wie. Letzte Ort. wie Balboa Island, ne? Ja. Ja. Muss ich eben richtig sortieren. Ich habe noch Schrott, den kann ich auch erstmal ablegen. Da rein. Ich nehme mal eine Gemüsesuppe, damit ich wieder volle Leben habe. So, ich bin wieder bereit. Ich auch. Na dann wieder rein. Ja, auf geht's. Dann müssen wir da über die Brücke mal gucken, wo wir gerade waren. Ja. Also irgendwas, also wir haben ja schon das Teil einer Seilkonstruktion gefunden. Ich denke mal, wenn wir noch mehr Teile davon finden, dann können wir uns auch wirklich eine Seilkonstruktion machen. Ja, ja. Und ich bin mir sicher, das ist auch so ein Gegenstand, den wir auch auch erstmal für eine weitere Zeit brauchen werden. Ja. Ich glaube, hier werden wir ihn schon brauchen. Ah, hier war das, ne? Okay, oh Gott. Achso, warte, Moment. Ich weiß nicht, wo man hier runterfallen kann und wo nicht. Boah, diese Brücke sieht echt nicht sicher aus. Nee. Ich sag's frei raus. Stimmst du mir mit dem zu? Ja. So. Na, hier geht's hoch. Warte mal noch hier. Hier muss ja noch irgendwie was geben. Hallo? Hallo?
Hallo, wir sind die Neuen. Und wir kommen jetzt öfter. Oh, hier sieht wichtig aus. Hm? Was ist das? 3 Teile einer Seilrutsche benötigt. Okay, jetzt ist mal, wofür wir da brauchen. Ja. Hier ist wieder ein Hinweis. Ich lese mal. An die Flößer. Warum glaubt ihr? Habe ich Olof Wirkstrom diese korrekte Stadt verlassen? Pause für Applaus. Okay. Ich lese mich alles durch. Da gibt es einen Typen namens Olof. Das ist alles, was ich weiß. Olof. Ja. Ich denke mal, dass das vielleicht unser spielbarer Charakter hier sein wird. Ja. Denny, please wait for me. The boy Hillman fought like a man. We could not be more proud. That's Hook. Please take care of it. Ariel, yeah. Die Meerjungfrau war auch hier. Ariel, die Meerjungfrau war hier. Hä? Was? Wirklich? Ja, da steht Ariel. Wo steht Ariel? Ja, in der Mitte. Ariel. Mein Gott. Ist ja auch ein spielbarer Charakter? Ich hoffe nicht. Hier geht's übrigens weiter. Ja, hier geht's auch hoch. Aufs Dach. Kommst du aufs Dach? Ja. Ist da oben was drauf? Hier ist eine Flagge. Aber hier Flagge. Ist. Flagge. Wir sind dazu. Ich gehe mal runter in das Dorf hinein. Mal sehen, ob hier noch was ist. Hier sind Räucherkerzen. Räucherkerzen? Aber die kann man nicht mitnehmen. Erstmal überall Räucherkerzen kommen rein, kriegen wir erstmal keine Luft. Bist du hingegangen? Die Brücke hier runter? Ja, die Brücke runter. Geh einfach die Brücke runter. Die ist sicher. So, dann esse ich mal eine Suppe. Trink einen Schluck. Hier ist noch was. Oh, da war was. Eine gegarte Kartoffel. Oh. So, wo sind die? Da ist ein Dodo. Okay. Wollte schon sagen. Das ist ein Dodo? So. Ich habe noch einmal Überreste gefunden. Neue Notiz. Na, oh, Bild. Gemeinsam unter ein Segel die Flussdörfer Indonesiens. Hä? Ja, was hat denn Indonesien jetzt damit zu tun? Weiß nicht, vielleicht sind wir in Indonesien. Warum sollten wir in Indonesien sein? Das weiß ich doch nicht. So, ich erwarte immer noch, dass hier irgendwann mal Ratten kommen oder so. Die werden bestimmt noch kommen. Aber hier kann man einfach so also weit. Ich meine, irgendwas muss ja hier sein. Bread and Bakery. Ich liebe Brot. Brot? Na, ich finde ja wahrscheinlich nirgendwo Brot. Ich habe übrigens Gemüsesuppe gefunden. Ja. Oh, ich habe eine Wasserballone. Da ist kein Brot. Er hat mich angelogen. Biokraftstoff, geil. Hallo Toto. Sei froh, dass ich gerade kein Netzwerfer dabei habe. Meat. So, mehr Zeugs, Schrott. Ja, hier ist noch ein Dodo. Wie komme ich in das Meat rein? In das Meat? I need that meat. Meat. Na, Kupfer und Glas. Du scheinst ja echt gut zu looten, ne? Da oben ist auch noch was. Jetzt ist wieder dunkel. Irgendwie bin ich jetzt gerade dazu geneigt, mir noch einen Netzwerfer zu bauen. Allein die Tatsache, um die Dodos hier einzufangen. Nein, findest du nicht auch? Ja. Das sieht wichtig aus. Major. Major? Ja, da vorne hat Gebäude. Da waren wir doch gerade. Ja, waren wir da gerade? Oder warte mal. Ich? Dreimal Schrott. Aber jetzt sehen wir sowieso erstmal wieder nichts. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal zurückgehen. Wo ist denn der Fluss? Ja. Oh Gott. Ach, das sind noch. Ja, ich habe noch Bienen gesehen. Und die leuchten sogar. Oh Gott, wo ist unser Fluss? Ja, das ist die Frage, ne? Schau einfach gegen den Himmel. Dann siehst du es da, ich sehe es.
Ah, und nee, wir waren nicht beim Mayor. Da waren wir nicht. Gut. Achso, da! Achso, ah, da! Da, da ist es ja! Ich sehe es! Nächstes Mal können wir einfach mit dem Floß hier halten. Oh, scheiße. Boah, Hilfe. Ja, genau, können wir direkt über die Stairway gehen. Ja. So perfekt platziert. Ja. Aber echt gut platziert. Aber. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal einen neuen Netzwerfer bauen. Ja. Part ist sowieso gleich vorbei. Ach, ist der Part gleich schon vorbei? Ja, 5 Minuten. Da werden wir ja nur einlagern, ne? Aber ja. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Warte, Moment. Muss ich ein bisschen Ananas futtern. Nom, 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 nom. Eine gegarte Kartoffel. Habe ich auch. Ist was, Doc? Nee. Na, bis jetzt war halt Erkunden ja noch chillig. Ja. Also ich glaube auch wirklich, dass das Erkunden hier wirklich auch chillig bleibt. Weil ich glaube, wir haben die Hauptbedrohung bereits ausgeschaltet. Ja, wissen wir noch nicht. Ich glaube einfach mal nicht, dass die Schweine mehr Schaden machen als der weiße Screecher. Ja, ich weiß ja nicht, da in den Notizen stand ja irgendwas über Ratten oder so. Ich gelesen habe. Stimmt, hast recht. Oder Hyänen oder irgendwie sowas. Hyänen? Olafs Boot war nur voller Käfige. In den Käfigen waren große Ratten und eine sehr große Hyäne. Sie waren so wütend. Also ich glaube halt wirklich, dass es dieselben Gegner von dem Schiff sind. Ja, die waren ja relativ schillig. Da gibt es bestimmt eine Superratte oder eine Superhyäne oder irgendwie sowas. Jetzt komm mal bitte nicht schon wieder mit solchen Sachen. Das macht mich verrückt. Warte mal. Ach stimmt, ich wollte mir noch einen Netzwerfer bauen. Was brauche ich dafür? Schrott, Kunststoff, Metallbahn und 2 Bolzen. Ja. Ich kümmere mich mal eben. Du willst ja im Dodo den ganzen Weg dann wieder zurück schleppen von da aus. Klar, der Dodo ist ja irgendwo da oben in dem Dorf drin. Also ist relativ leicht zu erreichen. So, der kommt mal da rein. So, jetzt habe ich auch eigentlich wieder mal einen neuen Netzwerfer. Aber mit keiner Munition, aber das. So. Ich habe einen Schuss da damit. Hoffentlich brauchen wir nicht noch mehr explosives Pulver. Selbst wenn wir haben noch dreimal explosives Pulver haben wir noch. Okay, gut. Dann bauen wir 4. Gut, aber den Rest hiervon erkunden wir beim nächsten Mal. Ja. Was wir noch für Geheimnisse hier finden, ne? Ja, wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich dann auch die Koordinaten für die nächste Insel finden. Ja, nehme ich auch an, ne? Ja, weil müssen wir ja. Gut. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.